Einen wunderschönen Freitagnachmittag von der Dresdner Weitsicht. Und wir haben heute die Freude und die Ehre, das Dresdner Stollenmädchen hier auf der Dresdner Weitsicht begrüßen zu dürfen. Und wir werden im Hinblick auch mit einigen anderen Herrschaften, die ich noch gleich namentlich vorstellen werde, hier dieses schöne schwarze Etwas, was unter diesem Schwarzen ist, enthüllen, weil das Dresdner Stollenmädchen sehr, sehr viele Termine demnächst haben wird. Wir kommen gleich drauf zu sprechen. Und aus dem Grund bitte ich zuallererst mal die ersten Protagonisten auf die Bühne. Und zuallererst möchte ich natürlich die liebe Lina, das Stollenmädchen, auf die Bühne bitten. Ich bitte um einen kräftigen Applaus. Wunderbar, dankeschön. Als zweites möchte ich auf die Bühne bitten, derjenige, der das hier alles so ein bisschen mitorganisiert, der auch diese Sache zur Verfügung stellen wird, der liebe Christian Schleicher vom Autohaus Dresden. Grüße dich, mach langsam hier. Als drittes möchte ich auf die Bühne bitten, und wir reden ja hier über das Thema Stollen, und diejenigen, die wahrscheinlich wissen, hat der Stollen ja eine Tradition in Dresden, und derjenige, der das hier vertreten wird von der Seite neben dem Stollenmädchen aus dem Bäckerhandwerk, ist der Herr Wippler, den ich glaube ich auf die Bühne bitten darf. Langsam, meine Herren. Ja, genau. Langsam. Lieber Christian, ich hol dir noch gerade ein Mikro ran. Ja. Geht noch nicht. Aha. Kann auch so laut reden, oder? Ja, Christian, ich glaube, um das nach hinten zu hören, wird es dann spannend. Lieber Christian, warum sind wir im Wesentlichen heute hier? Was hast du damit zu tun? Und vor allen Dingen diese beiden liebevollen Herrschaften, die hier noch mit vorne sind. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist, warum und weshalb das ganze hervorragende Thema mit unterstützt, weil Stollen ist ja für Dresden ein Aushängeschild in die Welt. Ja, erstmal darf ich mich bedanken für die vielen Gäste und wir hatten Anja Köbel angekündigt, ich muss mal so mit anfangen. Anja Köbel hat mir vor 10 Minuten eine Nachricht geschrieben, liegt mit Migräne im Bett. Leider, sonst wäre sie selber mit da gewesen, hat eine enge Verbundenheit zum Dresdner Stollen. Also tut mir leid, ich soll Sie entschuldigen. Man hat gesagt, wir sollen das übernehmen. Ich denke, das kriegt man auch hin, oder? Also, was habe ich mit dem Dresdner Christstoll zu tun? Als Dresdner gibt es nur eins, was einen praktisch ab Anfang Oktober mit dieser Stadt verbindet, und das ist der Dresdner Christstoll. So ein Wahrzeichen dieser Stadt, so wie es die Semperoper und andere Bauwerke sind, gehört der Dresdner Christstoll einfach dazu. Und da gibt es den Dresdner Stollenschutzverband. Für mich eine überragende Truppe, wo so 130 Bäcker in diesem Stollenverband, oder 125, 130 Bäcker sich vereinigen. Und Unternehmer, die das ganze Jahr, die 365 Tage im Jahr Mitbewerber und Konkurrenten sind, finden sich zusammen, um diese schützenswerte Marke eben zu schützen, zu vertreten, nach außen in die Welt zu tragen, und organisieren auch das große Stollenfest. Immer am 2. Dezember Wochenende findet es statt. Über 80.000 Gäste in der Stadt. Und für mich als Dresdner Unternehmer war die Frage, wie kann ich da ein bisschen mithelfen? Und das Einfachste ist immer, ich gebe ein bisschen Geld und dann sind alle glücklich. Aber jetzt sind wir Autohändler und haben kein Geld, dafür haben wir Autos. Also ist ja die einfachste Verknüpfung. Wir unterstützen das Dresdner Stollenmädchen, indem sie jedes Jahr von uns 4 Monate kostenfrei mit einem unserer Fahrzeuge ihre Termine wahrnehmen kann. Und das machen wir jetzt im 5. Jahr in Folge. Ich bin da sehr dankbar dafür. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Marketing-Thema für uns, deswegen stehen wir auch hier oben. Ein tolles Marketing für uns, für das Unternehmen dieser Stadt. Und dem Stollenschutzverband hilft es natürlich, dass sie immer sicher zu ihren Terminen kommt. So. Außerdem ist auch immer ganz wichtig zu sagen, für mich als etwas älteren Herren ist es auch immer sehr angenehm, wenn junge Damen mit dabei sind und mit aufs Bild kommen. Insofern freue ich mich, das ist der positive Nebeneffekt. Gut. Dann würdest du das Mikro auch bitte zu deiner Linken weiterreichen. Wie wird man Stollen? Also natürlich muss man in dem Handwerk vertreten sein als Bäckerin, Konditorin oder Verkäuferin.
Und in der Berufsschule schlagen die Lehrer einen vor und dann geht es über die Agentur, die dem Stolzenschutzverband hilft, sich nach außen hin zu präsentieren. Und da hat man ein kleines Vorstellungsgespräch im klassischen Sinne mit Foto, Fragen und so weiter. Und dann wird es dem Vorstand vorgestellt und der sucht dann das passende Mädchen für ihn, also für sich aus. Magst du ein bisschen was auch zu dir erzählen? Ich vermute mal, nicht jeder hier im Publikum kann mit dir was anfangen. Wo arbeitest du? Wo bist du im Endeffekt beheimatet? Das wäre, glaube ich, für das Publikum auch interessant, weil du vertrittst ja auch im Endeffekt die Marke jetzt nach außen. Also mein Name ist Lina Trepte, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Radebeul. Zurzeit bin ich im dritten Lehrjahr in der Ausbildung als Fachverkäuferin bei meinem Vater Heiko Trepte. Und ich bin dieses Jahr das 24. Dresdner Stollenmädchen und ja, ich begeistere mich für das Handwerk. Prima, ganz lieben Dank. Willst du mal kennen, als weiterhalten? Herr Wibler, ich habe jetzt gerade gesehen, jeder, der da ist aus Ihrer Berufskundschaft, hat im Endeffekt ja schön eingekleidet. Das wäre übrigens nachher noch ein geniales Bild für diejenigen, die noch ein Bild wollen. Außerhalb hier wäre es, glaube ich, auch eine ganz schöne Geschichte. Nur mal so als Anregung dazu. Herr Wibler, was macht dieser Schutzverband? Wie ist es entstanden? Was können Sie sagen? Ein bisschen Näheres dazu für uns, die es nicht kennen. Ja, also die es nicht kennen, das glaube ich, sind nicht sehr viele, ist klar. Wie der Herr Schleicher schon gesagt hat, sind wir eine herausragende Gruppe von eigenen Unternehmern, die natürlich jeder seinen eigenen Betrieb haben und dort uns zusammengefunden haben, um unser Produkt, den Dresdner Christstollen, welches eine geografisch geschützte Marke ist, also gemeinsam zu schützen, in erster Linie zu schützen, hier in Dresden und natürlich dann auch marketingmäßig voranzutreiben, also ja, zu den Aktionen, wie zum Beispiel heute hier, durchzuführen. Prima. Es sind 125 bis 130 Betriebe, hatte ich gerade gehört. Wie schwer ist es, diesen, in Anführungsstrichen wohlgemerkt, Haufen so unter dem einen Thema zu behalten und immer in die gleiche Richtung? Ich kann mir vorstellen, dass es jedes Jahr immer wieder spannende Herausforderungen dafür gibt. Ist es so? Ja, das kann man schon so ein bisschen vergleichen, wie wenn man mit seinen Mitarbeitern im Betrieb agiert. Ja, Begeisterung ist natürlich was ganz Hervorragendes. Wenn man Begeisterung auslöst, dann hat man schon den Großteil der Arbeit geschafft. Und Begeisterung ist ja bei dem Produkt, und zu nehmen, was wir hier tun, und ja, gar nicht so schwer. Und von dem her gelingt uns das natürlich, ja, denke ich, sehr gut. Und man muss wie immer natürlich alle mit ins Boot holen und dann, ja, geht das eigentlich fast von alleine. Also für meine Wahrnehmung, Sie und Ihre Kollegen sehen auch wirklich total begeistert aus für dieses ganze Thema, deswegen mein allerherzlichen Glückwunsch. Christian, wir sind hier oben auf der Bühne, weil du etwas machen möchtest. Du möchtest, glaube ich, hier was übergeben. Ja. Ich möchte ganz viel machen, aber an der Stelle würde ich jetzt erstmal sagen, wir geben der Lina ihr neues Auto, oder? Deswegen bist du da. Dann gehen wir jetzt nach unten. Bitte alle Vorsicht bei der Treppe, es hat schon zwei erwischt. Also ich stelle mich schon mal um, ich gehe als Letzter, um euch aufzufangen.